Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die neue Marshall-Pistole freischalten könnt bei Zombies. Und zwar müsst ihr hier 30 Jünger töten, die 5 Zombies mindestens kontrollieren. Und ich zeige euch jetzt die beste Taktik. Den ersten Jünger könnt ihr töten, wenn ihr Packer Punch einschaltet. Und zwar spawnt ja dann der Jünger und der muss die Zombies kontrollieren. Also mindestens 5 Zombies müssen diesen roten Schleier um sich haben, den sie von den Jüngern bekommen. Und dann müsst ihr den Jünger mit der Pistole töten. Und wenn ihr Packer Punch freischaltet, habt ihr schon den ersten Jünger und ihr habt 1 von 30. Als nächstes müsst ihr Klaus zusammenbauen und den soweit fertig machen, sodass ihr ihn verteidigen könnt. Also die Mikrowellenschüssel einsammeln, oben einsetzen in der Kleidungsfabrik im Arsenal, Klaus seine Kills machen lassen, sodass ihr ihn verbessern könnt. Danach bringt Klaus hier hin zum Arsenal, packt den in die Maschine rein. Beim Verteidigen verschwendet ihr nun, sodass Klaus Verteidigung abgebrochen wird bzw. zerstört wird. Denn dann bleiben 3 Jünger über und ihr könnt jetzt warten, bis diese Jünger dann mindestens 5 Zombies unter der Kontrolle haben. Die erkennt ihr ja wie gesagt an diesem roten Schleier drumherum. Und dann tötet einfach den Jünger mit der Pistole. Den Schritt mit Klaus Verteidigung könnt ihr jede Runde wiederholen. Das heißt, jede Runde habt ihr dann immer 3 Jünger. Also könnt ihr die Waffe easy in einem Game freischalten. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.